Und da sind wir wieder bei einem weiteren Video, The Crew. Und zwar haben wir im letzten Video den Ding-Test gefahren, den schönen Ferrari LaFerrari. Aber jetzt schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht, und zwar mit dem Geländefahrzeug. Und zwar müssen wir da wieder zurück nach Chicago, denke ich, jawohl. Und hier irgendwo war doch mal so ein Offroad-Rennen, wenn ich mich irre. Testfahrt, Steuergerät mit der Straßenversion steht hier wieder. Und das scheint auch mal der Straßenversion gewesen zu sein, wenn ich mich nicht irre. Xfinity, aber Straßen. Ich glaube, kann ich jetzt nebenbei auch Straßenmissionen fahren? Ich bin mir unsicher. Ich würde sagen, wir porten uns erst einmal wieder hier hin. Weil wir es können. So. Und dann können wir direkt hier die Runde fahren und dann mal schauen, ob wir. Ich habe ein Rennen für dich. Südchicago, North St. Louis. Einer von Troys Leuten. Einheimische. Bin dran. Soll ich jetzt direkt mit dem Geländeding hinfahren oder wie? Schauen wir mal. Im Norden von St. Louis. St. Louis ist hier unten. Oder war das im Süden? Ich glaube, das scheint der hier zu sein. Ja, hat er automatisch markiert, dann ist es der. Da fahren wir doch direkt hin, würde ich sagen. Schau mal, wie sich unser Geländeding schlägt. Ich denke eher, dass es ein Straßenrennen wird, aber we will see. We will see. Wow. Also im Gelände wird es dann eher was mit Rutschen werden, bei 510 PS. Weil der hat auch nicht so ein gutes, wie soll ich sagen? Der hat erstens kein Allradsystem, wenn es jetzt nicht nachgerüstet wurde, weil ich hier einen Zaun kaputt gemacht habe, verärgert mich jetzt. Außerdem wird es ganz schön driftfreudig werden. Eben erstens wegen dem, ja, wegen keinem Allradsystem. Und zweitens, weil das Ding verhältnismäßig zu einem Jeep, Ford F-150 und so weiter und so fort, nicht viel wiegt. Das ist das zweite Problem. Ah, da ist ein Kopf. So. Straßenfahrzeug benötigt. Wechsel zum Straßenfahrzeug. Ja, das ist ja okay. Das kann er ja machen. Ich würde sagen, stellen wir uns gegen die Crew von den Troy wieder mal. Kein Problem, machen wir doch direkt. Sondern. Die Reifen vom Dodge sind warm. Werde ich mir nicht zweimal sagen lassen. Oh, nicht auf Gelände mit dem Straßenfahrzeug. Ist das dein Ernst? Und ich habe kein Allrad. Are you kidding me or what? Nee, Alter. Nee, Alter. Nicht dein Ernst. Nee, Neustart. Neustart, mein Freund. Neustart. Ey, ganz ehrlich, Leute, das geht doch nicht. Mit einem Straßenfahrzeug im Gelände. Auch nur Teilgelände, ist genauso schlimm. Und besonders dann noch mit einem mit Hinterradantrieb, ey, das geht gar nicht. Schau mal das Muscle Car da vorne an. Das dreht gar nicht durch. Nein. Nein, wie soll es auch? Ja, komm! Leute, das ist sau schwer. Die Reifen, du hast einfach permanent Wheelspin, in egal welchem Gang. Ganz ehrlich, da bringt es nichts, schnell zu fahren. Weil du einfach die ganze Zeit permanent wegrutscht. Komm jetzt Straße, da ist wieder mein Gebiet. Und ist nur eine Runde wenigstens das. So, jetzt müssen wir aufholen. Hier auf der Straße müssen wir jetzt abgehen. Oh nein! No way. Aber das eine Muscle-Kanne, das zieht ab wie sonst was.
Jetzt zieh an. Der hat leider nicht solche Bremsen wie der LaFerrari, den wir letzten Let's Play Test gefahren haben. Wenn dieses Fahrzeug selbst im dritten Gang bei normaler Straße wie es bin hat, ja, dann wird es nichts mit dem Ding hier im Gelände zu fahren, ganz einfach. Jetzt müssen wir dann einholen. Kurz vorm Ziel. Noch ein Checkpoint vorm Ziel. Nächster Gang. Servus, Lader da hinten. Scharfe Kurve. Oh nein, das ist nicht gut. Nein! Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, Alter. Ja, da zieht er ganz langsam vorbei. Jawohl. Ah ja, ich schalte hoch, du Spaß. Oh Mann, haben wir verkackt, ganz ehrlich. Ja, wir probieren es nochmal. Aber ganz ehrlich, ne, ich krieg schon wieder so einen Hals krieg ich. Ganz ehrlich, diese blöden, verkackten Straßenfahrzeuge müssen jetzt hier im Gelände fahren, obwohl ich eine Geländeversion eigentlich habe, ja. Ich habe ja eigentlich eine Geländeversion, ist ja das Traurige. Und sich jetzt hier auf der Straße und Gelände fahren, das ist echt mies. Jetzt muss ich mich da echt mal anstellen, damit ich das wieder hinkriege. Langsam hier. Ja klar, das Ding. Und da ist ein Reh, Alter, komm. Ist das dein Ernst? Da glaube ich ein Hirsch. Ganz ehrlich, ab durch die Mitte. Wenn wir schon hier fahren, dann richtig, ah oh, verdammt, nein. Wieso? Wieso muss ich hier in der Straßenversion fahren? Das ist so mies. Das Ding ist einfach viel zu schwer für die Straße, fürs Gelände. Und das schiebt raus, hat keine Geländereifen drauf. Das bringt einfach nichts mit dem Ding im Gelände zu fahren. Das bringt nichts. Jetzt unsere Chance aufzuholen, komm. Vierter rein, Nitro. Fünfter rein. Komm, voll drauf latschen. Voll auf die Bremse latschen. Runterschalten. Auto wegrammen, weiter. Drauf. Na komm. Na komm, mach mich stolz. Alter, voll drauf, voll drauf, voll drauf, voll drauf. Voll drauf. Mach mich stolz. Nitro. Hochschalten. Sechster Gang. Voll drauf. Na komm. Besser, 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 besser als letzte Runde. Gute Arbeit, Bruder. Komm, und jetzt? Vierter, Nitro. Jawohl. Boah, mit dem Ding ins Gelände, mit Straßenreifen und Tieferlegung hier, wie das Frontspoiler, das geht gar nicht, Leute, das geht so gar nicht. Ich rate euch damit generell voll ab. Ja, wundert mich nicht, dass ich hier die Bewertung gekriegt habe, ja, okay. Ich meine, immerhin ein Straßenfahrzeug auf die halbe Strecke im Gelände und dann am Ende nochmal auf den ersten aufzuholen, ey. Weiter so, und du hast dein Tattoo schon sicher. Will ich hoffen. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, was unser nächster Auftrag ist. Ganz ehrlich, hier auf der Straße fühlt der Dodge sich viel wohler als in diesem blöden Gelände wie gerade eben. Und bam. Eieiei, du. Das daran merkt man halt, wie schwer das Ding ist. Sechster. Oh ne, das war 6000, nicht Sechster. So, ich würde sagen, aber wir schauen, wie es im nächsten Video weitergeht und dann auch
wann wir endlich unser blödes Tattoo kriegen, mein Gott. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.